später mal total genial. Regeln, Dekarte, Formeln und Daten, Fakten, Fakten, alles Wissen, nicht raten, wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal. Wenn Einstein hatte nur ne 4 in Mathe und war später mal total genial. Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Hier, probiert mal. Echte Räubersuppe für unser Mittelalterfest. Die Vorbereitungen für das Abschlussfest des Schuljahres laufen auf Hochtour. Und? Was? Hey. Kapier's einfach. Ich bin mit Fabian zusammen. Ole bekam von Milena eine Abfuhr. Und nachdem er auch noch wegen seiner Drogengeschäfte aufflog, schien für ihn alles verloren. Verlogene Scheiße. Ich hab keinen Bock, Oles Rolle zu übernehmen. Ich geb den Assistenten, mehr nicht. Den nennt man Knappe. Jedenfalls spiele ich den oder gar nichts. Warum übernimmst du nicht einfach Oles Rolle? Du hast es doch drauf. Es muss ein Mann spielen. Ach, Quark. Knutschende Weiber sind geil. Du könntest dann Carla küssen. Hey! Na wie denn? Es gab Zeiten, da hättest du dich total... Boah, Coco, das ist nicht lustig. Vor allem nicht in diesem Moment. Vielleicht ist ja das ganze Mittelalterfest falsch. Ich meine, Tim liegt immer noch im Krankenhaus und Ole ist auf der Flucht. Sollen wir am letzten Schultag da sitzen und Trübsal blasen? Tim geht's doch besser. Genau. Wollen wir wirklich noch mehr darunter leiden, was Ole hier abgezogen hat? Finde ich auch. Wir dürfen uns von Ole nicht vermiesen lassen. Vielleicht hätten wir was verhindern können. Ich meine, du hast mit ihm das Zimmer... Ach, und jetzt bin ich schuld. Ole ist schuld. Nur er. Frau Steiner hatte recht. Er hat uns alle verraten. Ich habe gedacht, ich kenne ihn. Ich hatte ihn wirklich gern. Komm schon, lass uns die Probe jetzt durchziehen. Hier, mein edler Ritter, schneuzet euch. Hört, hört, die Fanfaren künden vom Sieg. Es wäre das vollkommen falsche Signal, das Abschlussfest abzusagen. Zur Belohnung. Nur weil niemand ihr Angebot angenommen hat, seinen Drogenkonsum zu gestehen. Sie wissen doch selbst, wohin solch eine Milde führt. Ich weiß, es hat Ihnen noch nie gepasst, wie ich mein Konzept umsetze. Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Aber auch Herr Schäuble sagt, beobachten, beobachten, beobachten. Also, Kontrolle ist besser. Einen schönen Gruß an Wladimir Iljitsch Lenin. Was hätten wir Ihrer Ansicht nach tun sollen? Razzien, Zimmerdurchsuchungen, Videoüberwachungen? Ich leite ein Gymnasium und kein Gefängnis. Na, dann erzählen Sie das bitte den Eltern. Wissen Sie, wie viele Anfragen ich bekomme? Was ist los auf Schloss Einstein? Deshalb haben Sie ausgerechnet jetzt Ihre Tochter auf einen Lehrgang geschickt. Ja, das stimmt. Sie werden das schon machen, Dr. Bräuning. Hallo, Fabian. Guten Tag. Ich warte auf meine, auf Milena. Na, dann ist später, wir beiden. Tut mir leid. Der Bus kam und kam nicht. Ich wollte dir noch was sagen. Und zwar, du weißt ja, dass ich dich sehr gern habe. Ich dich auch, Fabi. Total. Komm, ich muss mich dann noch umziehen. Oh, edle Herrin, nehmt dieses. Mist, ich hab das Schwert vergessen. Nehmen den so lange, Herr Assistent. Oh, edle Herrin, nehmt dieses Schwert. Mit diesem Schwert zum Ritter erhebt den Sänger ich, der mit so schönen Weisen in Herz und Ohr uns schlich. So hat dein Lied in Flammen das Herz in mir gesetzt, so haben meine Tränen das Auge mir benetzt.
Zum Lohn sei dir als Sänger der Kranz, der Preis, der Ruhm. Doch was mein Herz empfindet, das gibt mein Mund dir stumm. Mann, wir sind mitten in der Kussszene. Sorry. Ja, also wir hätten uns jetzt geküsst. Jetzt, es geht weiter. Also, ich wollte eigentlich sagen. Also, jetzt kommen die köstlichen Speisen. Ey Leute, wir haben schon genug Stress. Echt, ihr könnt nachher quatschen. Los jetzt. Wir gehen dann zu dir später um. Okay. Das Wichtigste zuerst. Tim geht es schon wieder viel besser. Obwohl es Stimmen gab, die forderten, das Abschlussfest müsse abgesagt werden. Und obwohl ich sehr traurig darüber bin, was hier geschehen ist, wegen eines schwarzen Schafes habe ich nicht das Vertrauen in euch alle verloren. Liebe Frau Steiner, wenn Sie weiterhin alles verharmlosen wollen, werden wir niemandem helfen. Ja, ihr habt allen Grund zur Freude. Denn es gab viele Erfolge und viel Schönes. Das Schuljahr begann mit einem Mittelalterfrühstück und endet mit einem Mittelalterabschlussfest. Zuerst tauchte Max auf, der unbedingt auf Einstein wollte, es aber nicht durfte. Dann kam Paulina, die auf Einstein sollte, es aber nicht wollte. Was soll ich denn hier? Paulina, erinnerst du dich noch an Onkel Heinz? Onkel? Paulina? Einige fanden ihre erste große Liebe. Nur Freundschaft und Liebe bringen das Leben. Das ist es, was zählt. Nur das kann bewegen. Und andere erfuhren, dass sie Freunde haben, die für sie einstehen. Und der Forscherdrang einiger Schüler beschränkte sich nicht nur auf Biologie oder Chemie. Natur ist scheiße. Mit detektivischem Spürsinn wurde unserem werten Herrn Dr. Bräuning ein Mord nachgewiesen. Finger weg! Lass sie sofort unsere Direktorin in Ruhe! Und darum wünsche ich euch, ich meine uns allen, ein wunderschönes Mittelalter-Abschlussfest. Ich bleibe dabei. Das Fest ist das falsche Signal. Sie sind doch meiner Meinung, oder? Also. Das sehe ich ganz ähnlich. Bis gleich und gut. Auf zur Schlossruine! Milena, bitte, es ist wichtig. Ich muss dir was sagen. Na dann sag's. Du willst mir doch jetzt keinen Heiratsantrag machen. Quatsch. Jedenfalls noch nicht. Pass auf. 2 Wochen. Camp und Wasserwandertour an der Müritz. Was? Wir beide, du und ich. Ich habe schon alles organisiert. Ich habe sogar schon ein Zelt besorgt. Ist das nicht irre? Was sagst du? Wir verreisen zusammen. Ja, das ist wirklich eine schöne Idee. Aber? Warum hast du mir das nicht früher gesagt? Ich fahre doch mit meiner Familie an den Ballaton. Doch nur die letzten 3 Wochen, denke ich. Nein, schon nächste Woche, weil da Freunde von mir sind. Dann kann man nichts machen. Papa hat da jetzt alles gebucht und zugesagt. Und du warst doch schon verplant. Wir können uns ja schreiben. So, jetzt einmal Luft anhalten. Finger weg! Hast du das Schwert für den Ritterschlag? Shit! Ich hab's in meinem Zimmer vergessen. Aber ich hol's, okay? Wo ist eigentlich Milena? Keine Ahnung. Telefonieren, glaube ich. Schlechte Laune? Nein! Ich habe eben nur erfahren, dass Milena die ganzen Ferien in Ungarn verbringt. Mit ihren Freunden. Ich habe ihr meinen Tennisschläger geliehen. Einer ist wohl Tennislehrer. Sergio. Oder so.
Ja und? Interessiert mich das? Selbst wenn die komplette Wasserball-Nationalmannschaft dabei wäre. Hübsch machen Sie das, Herr Kollege. Danke, Herr Kollege. Na, das finde ich aber auch, Rainer. Mal sehen, ob du auch so eine gute Figur abgibst. Bitte. Danke. Auf, in den Schlosshof. Keine Zeit, wir müssen das Essen zur Ruine bringen. Genau. Jetzt will ich dir aber was sagen. Was? Wo in der Weltrangliste dein toller Tennisfreund Sergio steht? Genau das wollte ich dir sagen. Sergio kann nämlich auch Paragliden und Tiefseecurling und Bierkastenweitwurf. Ich wollte dir sagen, dass ich eben mit Papa telefoniert habe. Er fragte, warum du nicht einfach mit uns verreist. Fabian, du wärst, glaube ich, ziemlich dämlich, wenn du dieses Angebot ausschlägst. Melina! Melina, warte! Ole? Tag, Alter. Was willst du hier? War Putztag? Weil du mich verarscht hast. Also was willst du hier? Ich hab nichts mehr zum Anziehen. Meine ganzen Sachen. Monier, ich hab seit 2 Tagen nur in irgendwelchen Abrisshäusern gepennt. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Ja, ich weiß. Ich hab totale Scheiße gebaut. Aber ich will mich auch stellen. Dann stell dich jetzt. Sag dir Steiner, dass ich hier bin. Echt? Wie geht's eigentlich, Tim? Besser. Das ist gut. Ich geh dann mal. Monier! Weißt du noch damals, wie ich dir geholfen habe, als es dir so dreckig ging? Ich will euch doch nicht das ganze Mittelalterfest vermiesen. Kannst du warten, bis es vorbei ist? Ich bleib hier, auch so ein bisschen Abschied nehmen. Okay. Alles klar mit dir? Ja, ja. Ja, haben Sie völlig recht. Ich habe gehört, Sie haben Frau Rollins-Weinstein. Ja, dass sie den Hund nicht mitnehmen darf, hat sie erst im letzten Moment vor der Abreise zum Lehrgang erfahren. Da habe ich mich angeboten. Glaubt, dass Ihrem Vater gefallen hat? Dr. Rollins ist doch schuld. Der hat sie doch auf den Lehrgang geschickt. Jetzt habe ich den Hund in meiner Wohnung. Wahrscheinlich zerfetzt er gerade meine Hausschuhe. Gegrüßet seid, wer dem Wettstreit um die Gunst der edlen Herren heute beizuwohnen gedenkt. Nun solltet ihr lauschen und rechten Applaus verschenken, wenn euch die Kunst wird gewahr. Herr Walter von der Vogelweide, gerühmt, geachtet sehr. Hartmann von So sollt ihr sehen und staunen, ihr Gäste, hoch an Zahl, wie Minnesänger stritten bei einem Hunde? Ist das der Schlosshund? Das ist ein Stein. Das kann doch gar nicht sein. Festtagsmahl, bei einem Festtagsmahl. Und sehen, wie dann der Sieger erwarb sich hohen Lohn. Ein Kuss der schönsten Dame herab von ihrem Thron. Der hohe
jungen Dame, Walter von der Vogelweide. Schnauze, du blöde Töle! Schnauze! Einstein, wo bist du? Ein Leckerli für dich! Hörst du nicht? Bazooka, ein Leckerli für dich. Komm, hau ab. Ja. Und Universi, gaudentes populi. Komm, und Universi, gaudentes populi. Das war zur Ehre der hohen Dame, Friedrich von Hausen. Wollen wir uns verdrücken? Weil gleich kommt noch die Kussszene. Ich weiß, aber steht mir nicht auch ein Kuss meiner Herzdame zu? Und hier ist Aftershave. Edle Maid, nehmt dieses Schwert, um eure Wahl zu besiegeln. Wählt mit Bedacht und seid gewahr der Gefahr des schönen Scheines. Ihr weitgereisten Sänger, berühmt und hoch an Zahl, hab friedlich hier gestritten, im großen Sängersaal. Nicht Schwert. Wo sind denn Milena und Fabian? Nicht Rüstung, nur Leierschlag und Kuss. Zum Lohn seid ihr als Sänger der Kranz, der Preis, der Ruhm. Doch was mein Herz empfindet, das gibt mein Mund dir stumm. Jetzt guck, die küssen sich gleich. Den Hund habe ich bei mir einschließen müssen. Stell dir vor, Einstein kann Türen aufklinken. Albert Einstein, Feuer im Obergeschoss. Ja, ob Leute verletzt sind, kann ich nicht sagen. Ich bin Heinz Bazooka, der Hausmeister. Ach, bestimmt falscher Alarm. Und wenn nicht? Oder ein blöder Joke von den Zwergen aus der 6. Raus!
Wer? Milena, Vater. Und Ole. Ole? Ich wusste, dass er da ist. Ich habe ihm geglaubt, dass er sich stellen will. Und er? Ole. Wir schaffen das hier raus. Los! Komm mit! Milena! Milena, komm! Ach, hier bist du. Fast alle sind zum Internat, um zu gucken, was da los ist. Das heißt, Ole hätte es angezündet. Und? Wieso bist du nicht da? Naja, weil ich dich gesucht habe. Vorhin, was hatte das denn zu bedeuten? Es sah ehrlich gesagt so aus, als wolltest du mich küssen. Na, dann mach doch. Alles muss man selber machen. Alles unter Kontrolle. Die drei können dann abrücken. Du hast mir das Leben gerettet. Meine Eltern finden dich ja sowieso schon so toll. Jetzt wollen sie bestimmt, dass wir heiraten. Naja, aber vorher müssen wir noch etwas klären. Was meinst du, Fabi? Ich... Wir lieben uns doch. Lässt du uns jetzt mal bitte? Darf ich? Kein Problem. Soll ich nicht doch noch ins Krankenhaus mitkommen? Das ist lieb von dir. Aber Frau Steiner hat schon meine Eltern angerufen. Wie du willst. Aber ich komme dich nachher besuchen. Es ist zwar vielleicht nicht der richtige Augenblick, aber es beschäftigt mich so. Raus damit. Es darf keine Geheimnisse zwischen uns geben. Ich habe dafür gesorgt, dass sein Vater wegen Fahrerflucht reingekriegt wurde. Du hast was? Du warst immer Klassenbeste und mein Vater... Hör auf damit! Sei einfach still! Wie konntest du sowas nur tun? Hau ab! Hau ab! Fabian hat Milenas Leben gerettet. Unglaublich. Hoffentlich stecken wir den lange in den Knast. Ich verstehe das nicht. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.